Okay, wenn Sie morgen als Comicfigur aufwachen könnten, wer möchten Sie da am liebsten sein? Ich wäre ganz gern Batman. Was Sie jetzt gedacht haben, das weiß ich natürlich nicht. An ihn haben Sie aber wahrscheinlich nicht gedacht. Charlie Brown, bekannt als liebenswürdigster Versager, der je in einem Comicstrip gezeichnet wurde. Morgen werden Charlie, sein Hund Snoopy und die ganze Peanut-Clique 65 Jahre alt. Das wird gefeiert und zwar auf der großen Leinwand. Uta Kenter über das Erfolgsgeheimnis der Peanuts. Hier kommt Snoopy. Der Hund aus dem Peanuts soll im neuen Film für volle Kinokassen und fröhliche Gemüter sorgen. Doch die Geschichten um die Kinderschar sind eigentlich nicht fröhlich. Er kennt die Peanuts bestens. Christian Gasser, Dozent für Animation und Illustration an der Hochschule Luzern. Es kommt so leicht daher, so freundlich vor der Gründung, dass man oft gar nicht merkt, was eigentlich hinter dieser Oberfläche steckt. Und das ist eigentlich das, was die Serie, das Trip für mich ausmacht, eigentlich das, was unter dieser Oberfläche liegt, wo etwas, wo extreme Tiefe geht, psychologisch, aber auch in den Beziehungen der Kinder auseinander. Und, wie ich gerne sage, noch etwas sehr Düsteres hat, etwas sehr Grausames. Also ich finde Peanuts tatsächlich eine der grausamsten Comicserien, die es gibt. Die Peanuts düster? Tatsächlich stecken hinter den heiteren Geschichten jede Menge Neurosen. Am schlimmsten steht es um Charlie Brown. Das ist eine unglaublich traurige Figur. Das ist eine Figur, die nie Erfolg hat, die alles falsch macht. Alle Kinder, und er sagt das mehrmals, alle Kinder hassen ihn. Und nicht einmal sein Hund erkennt ihn. Nicht einmal sein Hund weiss seinen Namen. Der Hund für einen Hund ist es einfach ein Snoopy. Es ist einfach der Kid with the round head, also der Bub mit dem runden Kopf, der ihm zu essen bringt. Charlie Brown ist der größte Versager der Comicgeschichte. Schon im allerersten Comicstrip 1950 legt Charles M. Schulz diese Tragik an. Der gute alte Charlie Brown, jawohl. Guter alter Charlie Brown, wie ich ihn hasse. Charlie Brown, das war Charles M. Schulz selber. Für den Erfinder der Peanuts waren die 18.000 Comicstrips, die er in 50 Jahren zeichnete, immer Chefsache. Es waren seine Geschichten, die er erzählte. Zum Beispiel die von seiner ersten Liebe, die ihn verschmähte. Auch Charlie Brown wird nie vom rothaarigen Mädchen erhört. Wer von uns kennt nicht das rothaarige Mädchen oder den blonden Bub, wo die Gefühle, die wahren und tief empfundenen Gefühle, die man für ihn oder für sie hegt, nicht erwidern. Das kleine rothaarige Mädchen taucht übrigens nie physisch auf. Bleibt so auf ewig die Projektionsfläche unerfüllter Sehnsüchte. Die Peanuts. Zu Hochzeiten lasen sie täglich 350 Millionen Leser. Charles M. Schulz wurde durch sie zum Multimillionär. Den immensen Erfolg des Merchandisings darf man aber vor allem Snoopy zuschreiben. Durch den Snoopy ist natürlich die leichteste Figur. Also der ist natürlich nicht so, wie soll ich sagen, so neurotisch wie die anderen Figuren. Sein Leben besteht eigentlich aus Schlafen und Fressen und gefüttert zu werden. Er hat eigentlich keine Sorgen. Snoopy ist es auch, der im neuen Film dafür sorgen will, dass Charlie Brown endlich Erfolg hat. Ich werde gleich mit dem kleinen rothaarigen Mädchen sprechen. Ob das gelingt, darauf darf man bis zum Kinostart noch gespannt sein. Wir drücken dir die Trauben, Charlie Brown.